So, und weiter geht es. Das Kongresszentrum, bitteschön. Das wir hier haben. Ja, das alte ist ja so weit weg, dass das hier überhaupt gar nicht auch im Einflussbereich liegt. Oh, 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 oh. Meine Güte. Halt, halt, halt. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ja. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also, ich lasse dann die Schiffe doch mal eher hier in der Nähe. Das macht mehr Sinn. Gott sei Dank steckt dieses Schiff sehr viel weg. Da wird unser Hector gleich ein gewaltiges Problem haben. Ja, das ist klar. Die hauen jetzt wieder alle ab. So. Komm, gib mir noch einen Enterhaken. Ich möchte hier noch ein Schiff von dir haben. Darf ich dann eigentlich noch Kriegsschiffe entern? Langsam hast du den Barracuda-Stil drauf. Ja, das ist ja... Das, Hector, Hector, Hector. Wo führt das nur hin mit dir? Komm, wir müssen doch eh zu diesem Professor dort runter. Und dann können wir da direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir... Oh, genau. Dort unten einfach die Sachen dann auch noch gleich verkaufen. So, Gebäude. Wie... Mache ich das jetzt hier? Nein, diese grüne Allee will ich da drin bestimmt nicht bauen. Das ist mir dann doch nicht wert. So, genügend... Ah, doch, ja, so. Genügend Platz, um einige Gebäude dort aufzubauen. Dort oben würde ich keine Feuerwehr machen. Was ist denn heute los? Achtung, sag mal. Produktionsstillstand. Pasta-Produktion, na? Sind wir mit Pasta schon so voll? Dann bin ich ja fast froh. Aber nur fast. Das war ja fast abzusehen. Ach, Mist. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Weil der Plan ist ganz einfach. Ich möchte das dann noch dazwischen haben. Oh, fast zu viel. Ne? 4 hätten gelangt. So. Das ist auch eine schöne kleine Insel. Bei der habe ich wahrscheinlich am Anfang auch so gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich dann vielleicht dort nicht bin. Ihre Fähigkeiten entsprechen genau dem... Was führt Sie zu mir? Ja... Meine... Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen. Oh, nee. Krankenhaus ist in der Nähe. Wenn es dann wiederum nicht im Krankenhaus in der Nähe ist. Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Wo ist denn das Schiff? Dort oben. Fährst du erstmal. Nee. Erstmal dahin, weil ich möchte nicht durch Hector hindurchfahren. Das ist immer eine sehr schlechte Angelegenheit. Uran. Global Trust. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Oh, 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 ja, Epic Fail, Epic Fail, Epic Fail. Genau, da schreien sie doch immer gleich rum so, hey, uns fehlt eine Straße. Habe ich das jetzt richtig erwischt an der Hallo. Stelle? Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Und am Schluss schreien sie nur noch meinen Namen. Oh, das ist thematisch falsch. So. Dann machen wir das da so. Machen Deko da rein. Ein Brunnen. Ach so. Ja, toll, klar. Der Brunnen ist natürlich schon mal so groß, dass er da nicht reinpasst. Hafenmauer will ich nicht. Ein paar Bäumchen. Da, so. Nee, komm, machen Gärten. Gärten sind doch immer was Schönes. So. Warum leuchtet... Hä? Hat's da gebrannt? Ich habe da nichts erfahren von. Kann das sein? Naja. Wir entern auf alle Fälle jetzt erstmal das Schiff. Wo war's denn? Da ist es. Hm. Das könnte einfach werden. Erhalte Informationen über Kriegsausbruch zwischen Nachbarn. Die hat wohl immer mit irgendeinem von den beiden Krieg. Da kriech ich mich ja nicht mehr. Meine Güte. War der schlecht. So. Enter das Schiff. So. Das geht zumindest recht einfach. Sehr schön. Darf ich das dann behalten? Eigentlich schon. Dann habe ich ja noch einen Frachter mehr. Alter Falter. So.
Halt, nein, 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 nein. Nachher hole ich die Kriegsflotte von dort oben wieder zurück. So, das will ich ja nicht. So, Bauzellen. Wenn mich ja nicht alles täuscht, müsstest du voll Bauzellen sein, Kollege, ne? Ich glaube, ich muss hier noch einen Hafen hinmachen, dass ich hier dann auch irgendwie noch abladen kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich so nicht schlecht, weil der Feind muss... Naja, klar, genau. Der Feind wird sagen, oh, wenn ich sein Konto zerstört bin... Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Muss ich erst da durchfahren, weil da komme ich nicht durch. Und da hat er voll viele Geschütztürme aufgebaut. Das ist ja voll der Fiesling, der Kabu. Ja, genau. Die ballern hier einfach alles weg und fahren dann rein. So würde ich es machen. Anteilsankauf festgestellt. Oh, Mädel, ich habe eine ganz üble... Nö, das ist eigentlich die dort unten, mein ist mir egal. Spirit-Programm sind Forschung und Lehre eng verzahnt. Ja, ja. Ja, ja, die Insel wäre so schön gewesen, wenn ich sie denn hätte behalten dürfen können, tun werden sollen. Ende. Hervorragendes Ergebnis unter diesen Bedingungen. Okay. So, jetzt muss ich erstmal... Ich muss da halt echt aufpassen. Das ist wieder meine Insel, gell? Ach, guck dir das mal an. Haha. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Liebe Tori Blades. Kann ich weiterhelfen? Ja, du kannst mir in 35 Sekunden circa weiterhelfen. Ich nutze die Zeit, hier diese Stadt weiter auszubauen. Gut, eigentlich hätte ich ja jetzt hier dieses Erdwärmegebäude 1 nach hinten pflanzen müssen. Dahin. Da. Jetzt kriege ich das aber hier bestimmt nicht mehr so unter. Ich versuche das gerade mal abzuschätzen. Das geht nicht aus. Das geht nicht. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Das ist genial. So. Denn nach hier vorne, hier, kommen ja nur Servicegebäude hin, also Gebäude, die wir definitiv brauchen. Na, es geht sich eben nicht aus. Na gut, jetzt ist es auch egal. Oh, ja, Bauzellen haben wir doch eh wie Sand am Meer, also komm. Was soll's? Wollen doch das Maximale rausholen von diesen netten, tollen Gebäuden. So. Dann machen wir das nächste... Ja, mal so hin. So, Erdwärme, Erdwärme, Erdwärme. Da. So. Dann haben wir nämlich da... Können wir eher das Maximale rausholen. Na, jetzt mache ich das ganz anders da. Jetzt ziehe ich da erstmal die Straße runter. Ansonsten jammern die eh gleich wieder herum. Allerdings ist diese Straße nur ein Richtwert. Die kommt gleich so in dieser Art und Weise natürlich nicht ganz hin. So. Allerdings muss ich ja dran denken, dass ich eine Verbindung... Unterstützung durch den Weltrat beendet. Ja, darauf habe, ne? So ungefähr. Müssen die Leute ein bisschen weiter laufen, um bis zu ihrem Stadtzentrum zu kommen. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Hä? Ja, gut, ist ja schon klar. So, jetzt ist es da. So, genau. Die brauchen... Irgendwie müssen sie halt hinkommen. Zählt da nicht der direkte? Da brauchen die wirklich eine absolut direkte Anbindung? Frage ich mich gerade. Hm. Alarm. Registriere Ach Mann! Ihrer Fahrzeuge. Hector! Nerv nicht! Während ich gedanklich versuche, meine Gedanken zu ordnen. Ja. Schon da zumindest. Ist hier unten ein. Ja, Reparatur, da ist das. Okay. Stimmt, dann hatte ich vorhin auch die Bedenken da, also im letzten Part, wegen dem mein Schiff so runtergefahren ist. Ist ja dann eigentlich egal. Wenn an jedem Hafen Reparaturdock ist, sollte es ja keinerlei Probleme geben. So, Tori. Deine Insel wird wahrscheinlich bald meine sein. Nur als Vorwarnung. So. Vor allem, wie die Musik nach so kriegerischen Aktionen dann gleich wieder so harmonisch, still und nett wird.
und der Speicherpoint wieder richtig toll einfließt hier gerade. So, komm, verkaufen wir gleich. Oh, aber ich sehe ja da ein anderes Problem. Wir sind dann relativ dicht bei Hector. Ich glaube, das Spirit-Programm unterliegt einem komplexen Geflecht aus Vorschriften. SAAT überlässt da nichts dem Zufall. Weiterentwicklung ist ja gut und schön, aber bitte nicht hier. Mhm. Ich bin gerade am Überlegen, ob es wirklich so eine tolle Idee ist, Hector am Leben zu lassen. Ich denke mal, da wird es doch vielleicht den ein oder anderen Einschnitt geben, dass der früher fällt. Weil wenn ich diese Insel habe, möchte ich hier nicht dauernd irgendwie einen Stressfaktor haben. Und, genügend kriegerischen Parteien hätte man ja immer noch da. Also von daher, mal schauen. Ihn vielleicht mal auf den Zahn fühlen. Aber ich glaube, das bringt auch relativ wenig. Hector, versuch nicht zu fliehen. Was soll der Scheiß? So, und das wird natürlich der lieben Tori dort oben nicht gefallen, dass wir die ganze Zeit dann die Sachen da einkaufen. Ihre Forschung ist doch nicht etwa ins Stocken geraten. Was kann SAAT für Sie tun? Stocken geraten ist sie definitiv nicht. Nur die Weiterentwicklung hört auf. Kommen Sie vorbei, wenn Sie wieder etwas benötigen. Werde ich tun bei Gelegenheit, mein Freund. Werde ich tun bei Gelegenheit. So, die Stadt hier bitte weiter. Ich muss mich dann wieder organisatorischen Dingen widmen. Mhm. Dann widme dich mal deine organisatorischen Dinge. So, und so. Dann können wir auch gleich die Straße ziehen. Das ist ja dann überhaupt gar kein Thema. Dass die dort oben ankommen. Wobei, weiter raus möchte ich jetzt dann wirklich nicht mehr gehen. Das ist, ich weiß nämlich nicht, wie groß die anderen Gebäude sind. Vielleicht den Solarturm dorthin? Hm. Könnte vielleicht gut gehen. Je nachdem, wie groß das Ding ist. Oder klein. So, aber wenn das schon so dasteht. Vor allem, das ist ja auch teuer wie Sau gewesen, ne? Ja, 120, 100 für 120 Energie. Okay, aktuell sieht es ja noch gut aus, aber wir sind ja steuerntechnisch relativ hoch angesiedelt. Von daher, so. Hier bauen wir aber definitiv... Ach halt, da muss ich doch gucken. Mann, Mann, Mann. Bauzellen. Haben wir ja genügend da. Was ich aber jetzt machen möchte, ist erstmal die ganzen Werkzeuge runterholen. Und dann erst gebe ich die Steuern wieder frei. Warnung. Produktion gestoppt. Ach, guck sich das mal einer an. Wir sind randvoll mit Werkzeugen. Das nenne ich aber jetzt echt coolen Zufall. Das ist doch echt nett zu sehen. So. Wie sieht es zeitlich aus? Ich darf Ihnen nicht sagen, woran genau wir hier gerade arbeiten. 21.000. Ja, das kriegen wir auch gut hin. Also ich denke mal, das könnte sicherlich sehr gut ausgehen. Dann wäre jetzt die Frage, die... ja, es kostet 7 Flottenpunkte. Flotten. Flottenpunkte. Ja. Schiffspunkte. Mein Gott, wie heißt denn das jetzt richtig? Ich muss unten gucken. Ich komme gerade wirklich auf den Namen nicht und das habe ich hier gesucht, dämlich. So. Nimm das mal rein. Nein, 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 nein. Wir machen uns jetzt randvoll mit Werkzeugen und dann kann nämlich dort unten die gesamte Bevölkerung relativ schnell aufsteigen. Ah, das wird schön. Ich glaube, Glas brauchen die auch, ne? Und dort möchte ich jetzt allerdings das erstmal so etappenweise machen. Also sprich, erstmal dürfen die hier aufsteigen. So, weil die brauchen, glaube ich, was heißt glaube ich? Die brauchen ja nur Werkzeuge. Und dann können wir nämlich schon mal sehen, wie es mit den restlichen Produkten aussieht. Also sprich, ich glaube, was fest brauchen daran, die dann dass genau? Wir auf dem richtigen Weg sind. Ein bisschen Lifestyle, dass wir das alles nach und nach freischaffen, weil ansonsten sind die ganzen Werkzeuge nämlich so schnell weg, dass man so schnell gar nicht gucken kann. Das will ich auch nicht. Jetzt schaue ich hier nochmal nach. Schiffspunkte. Einheitenlimit, okay. Flottenpunkte. Wie kam ich eigentlich auf Flottenpunkte? Exzellente Frage. So, das kriegen wir alles gar nicht hier unter. Das ist doch sehr gut. Das bedeutet, der parkt sich schon mal hier.
Dann lassen wir die doch da. Wie sieht's denn eigentlich holztechnisch aus? So Holz vor der Hütte, ne? Wundert mich eigentlich, dass wir hier so wenig Lagerkapazität haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hätte ich ja das hier mal machen können, ne? Hm, ein bisschen brachte es ja was. So. Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Mhm. Dank dir. So, viel wollen da nicht aufsteigen. Ah, man sieht hier schön die Zahl, wie sie schön raufsteigt. Ach, ist das nicht schön? Ach ja, 80% dieser Stufe können aufsteigen. Ja, nie alle, ist ganz klar. Wusste ich am Anfang auch nicht. Ich muss mal hier... Schön, Sie zu sehen. Hey, 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 nein. Ich glaube aber, die Insel verschwindet doch so oder so, sobald wir die einnehmen. Zumindest war das hier oben bei Global Trust so. Könnte aber auch daran liegen, dass er keine SSAT-Anteile hat. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Und die U-Boot-Werft am Leben lassen. Ignoriert mich nicht. Hört auf damit. Hallo, was hat denn euch diese U-Boot-Werft, die übrigens an Land steht? Halt die... Wie kam ich bei dir eigentlich auf Tori, junge Dame? Sorry, bin in Eile. Ja, ich sehe es schon, dass du einigermaßen in Eile bist. Ich meine, es sieht hier echt scheiße gerade aus für dich. Mal wieder. Aber das bist du ja gewohnt, ne? Ja, ich muss mich aber jetzt um meine Belange kümmern. Ist das nicht herrlich hier? Das Leben kann so schön sein. Ja, ja, warte mal, bis meine Faust dein Gesicht erwischt. So, hier hinten fehlen also schon mal Aktivität. Bei wie vielen? Ah ja, das ist die Ecke hier dann gerade. Okay. Das ist dann die Ecke dort. Sehr schön. Oh, es sind aber einige grün. Was geht eigentlich? Würde ich sagen, so hin? Hm. Na, das ist halt da eins, ne? Wurzengelb. Was ist halt da noch grün? Das überschneidet sich zu viel. Also wegen den paar Gebäuden lasse ich das mal sein. Macht meines Erachtens wenig Sinn. Lasst mir den Kontor, gell? Aber ich darf Ihnen nicht sagen, wo. Weil ich will ja einkaufen dort. So, gut. Wie sieht's eigentlich mit dem freien Aufstieg aus? So, können noch aufsteigen. Ja, 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 ja. Ach! Nee, oder? Okay. Krass. Ich kann das selber machen. Ah! Also war vorher schon die Werkzeuge und so gebraucht. Klar, logo. Nur so geht's schneller. Interessant. Na, noch welche da? Komm schon. Von 620 sind, 80% ein Haufen. Ne? Dann lassen wir das erstmal sein. Ja, dann lasse ich das nochmal ein bisschen... Ja, nö, 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 nö. Plan B. Information. Na, genau, das war ja das andere Gebäude, das noch dringend gefehlt hat. Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Fernsehsender. Steht hier auch beschissen. Da würde ich zumindest die Lücke zwischen den beiden abgrenzen, ne? Aber die Stadt weitet sich gerade in diese Richtung aus. Ach, naja, das ist so ein bisschen... blöde. Aber hier hätte ich halt jetzt die meisten. Na gut, komm, dann... kaufen wir die Katze mal im Sack. Ja, optimal wäre es ja dann... Sag mal, warum darf ich da nicht hin?
der snappt halt automatisch an die Straße ran. Das ist das Problem. Toll, Hector kommt. Entscheide ich, Kabu. Schneller. Habt ihr jetzt auch nicht gesehen. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir den nächsten Part Hector nochmal kurz abwehren können. Und dass wir die Bevölkerung weiter zum Aufstieg zwingen. Ach, das wird jetzt dann lustig. Okay. Bis zum nächsten Mal. Baba.